Ach ja, Rassismus ist schlimm, klar, aber damit haben wir doch heute nichts mehr am Hut und ich habe damit sowieso nichts zu tun. Ja, schöne Aussage, aber leider nicht wahr. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video soll tatsächlich weniger eine Buchrezension als eine Vorstellung eines Buches sein, das ein Thema behandelt, welches meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig und sehr relevant in der heutigen Zeit ist. Es handelt sich dabei um Exit Racism von Tupoka Ogette, die sich auch beruflich sehr viel mit dem strukturellen, dem systematischen und dem alltäglichen Rassismus vor allem beschäftigt und jetzt eben ein Buch darüber geschrieben hat. Ich finde es wichtig, dieses Buch zu erwähnen, weil ich finde, dass es so viele Menschen wie möglich lesen sollten. Und warum ich dieser Meinung bin, möchte ich an einem kurzen Beispiel erklären, das auch in dem Buch Exit Racism aufgeführt wurde. Dabei erzählt ein Vater, der Vater eines schwarzen Sohnes, wie sein schwarzer Sohn, der in Deutschland geboren ist und Deutsch mindestens genauso gut spricht wie jedes andere deutsche Kind, auch einfach so ohne jeden Anhaltspunkt zu einem sogenannten DATS-Test geschickt wurde. DATS-Tests sind Tests für Kinder, die Deutsch als Zweitsprache lernen. Dieser Sohn fällt also eigentlich absolut nicht in diese Kategorie, denn er ist ja in Deutschland geboren und Deutsch ist seine Muttersprache. Warum ist er also in diesem Test? Schlimmer wird es nur noch dadurch, dass als dieser Vater also eine E-Mail an die Schulleitung schreibt, in der er fragt, wie das sein kann, sein Sohn ist doch Muttersprachler, wie kann es also sein, dass er einfach so zu diesem Test geschickt wird? Ist das etwa rassistisch, nur weil er schwarz ist? Daraufhin wird er zu einem Gespräch mit der Schulleitung eingeladen, die ihm erstmal eine halbe Stunde lang groß und breit erklärt, wie verletzend es doch sei, dass er ihnen Rassismus unterstelle. Sie haben damit doch überhaupt nichts am Hut und wie könne er es wagen, ihnen das zu unterstellen? Oh Gott, und wie beleidigend, was fällt ihm denn nur ein? Für sie ist es also viel schlimmer, dass ihnen eventuell Rassismus unterstellt wird, als darüber nachzudenken, dass sie eventuell etwas gesagt oder getan haben, was eine andere Person verletzt haben könnte. Und das beschreibt die heutige Gesellschaft sehr gut, denn viel zu oft wird das Wort Rassismus einfach zu sehr in die rechte Ecke geschoben. Man fühlt sich direkt angegriffen, man hat direkt das Gefühl, oh Gott, willst du mich etwa mit der AfD oder der NPD vergleichen? Bezeichnest du mich etwa als Nazi oder was? Was fällt dir ein? Wie kannst du es wagen? Aber das ist einfach falsch, denn mit Rassismus sind wir alle aufgewachsen. Wir alle sind rassistisch sozialisiert und das wird einem einfach nur dann klar, wenn man betroffen davon ist von Rassismus oder wenn man Exit Racism von Tupoka Ogette anhört oder liest. Ich finde es auch sehr, sehr gut, dass in diesem Buch ich persönlich sehr wenig das Gefühl hatte, beziehungsweise eigentlich gar nicht, dass mir ein Vorwurf gemacht wird, auch wenn ich mich in manchen Situationen eventuell vielleicht wiedererkannt habe. Aber es wird immer wieder deutlich gemacht, du kannst nichts dafür, dass du rassistisch sozialisiert wurdest. Es ist nun mal so. Sie sagte immer wieder, dass sie ja glaubt, dass die meisten Menschen gute Menschen sein wollen, dass sie ja nichts dafür können, dass sie in diesem rassistischen Konstrukt aufgewachsen sind. Und da kommt das Motto von den Ärzten ins Spiel: Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Wir haben die Wahl, uns mit Rassismus zu beschäftigen, uns damit auseinanderzusetzen und ihn zu bekämpfen. Wir haben die Wahl. Wenn wir das außer Acht lassen und uns damit nicht beschäftigen, dann können wir etwas dafür, dass dieses Konstrukt so bleibt, wie es ist. Nur wenn wir uns damit beschäftigen, können wir das Konstrukt Rassismus bekämpfen. Und ein guter Anfang dafür ist meiner Meinung nach das Buch Exit Racism von Tupoka Ogette zu lesen.